Hallo und herzlich willkommen beim wohl unterschätztesten Spiel auf der unterschätztesten Spielekonsole aller Zeiten. Superman für das V-Smile. Okay, und wir werden jetzt wieder mal einen Lufteinsatz fliegen. So, ich brauche nur zwei Knöpfe, den großen OK-Knopf und den Bewegen-Knopf. Ach du Wir Heiliger. Können die Polizeiinformation benutzen, um die Verbrecher zu finden. Fliege zu den Koordinaten, die am oberen rechten Bild... Mach weiter! Hä? Die Koordinaten? Ach so, jetzt muss ich hier das... Ah ja, B1. Du schaffst es. Na, B1. Mach weiter. Ach, B7 ist das. Ups. Sei vorsichtig. Ach so, und ich muss auf die Wolken aufpassen, weil sonst gehen die auseinander. So, B7. Klasse. Los geht's. Die Verbrecher müssen hier irgendwo sein. Los. Finden wir sie. Finde das angezeigte Schiff am oberen rechten Bildschirmrand. Ich guck mal unten links. Super! Was? Am oberen rechten Bildschirmrand? Die Verbrecher flüchten. Hinter ihnen her! Finde das angezeigte Schiff am oberen rechten Bildschirmrand. Benutze den Jump. Perfekt! Was ist zu tun? Am oberen rechten. So, das ist ja das hier. Klasse. Oder nicht? Oder muss ich hier diesen Pfeilen grob folgen? Oder was muss ich da machen? Halt! Super! Was ist der Sinn des Spiels? Naja, vielleicht ist das zu viel gefragt. Wir können die Polizeiinformationen benutzen, um die Verbrecher zu finden. Okay, L4. Fliege zu den Koordinaten, die am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt werden. Benutze den Joystick, um Superman zu bewegen. Ich frage mich gerade, was passieren würde, würde ich einer dieser Spielekonsolen bei uns in der Nachbarschaft zu den Schulkindern geben? Die Verbrecher müssen hier irgendwo sein. Würden die mich ausbuhen oder würden die sagen, hey, super. Ich weiß es nicht. Ich muss so ein Haus finden. Na gut. Vorher sammle ich mal noch alles ein, was Punkte bringt. So. Sei vorsichtig. Ein Gewitter. Und da gibt es keine Koordinaten für dieses blöde Ding namens Haus. Sei vorsichtig. Ich hab's im Urin. Das ist hier irgendwo. Sei vorsichtig. Ja, ich bin auch schon vorsichtig. Es ist nur nicht so einfach. Ja. Perfekt. Na, lass es doch nicht entkommen. Die Verbrecher flüchten. Hinter ihnen her. Finde das angezeigte Fahrzeug am oberen rechten Bildschirmrand. Benutze den Joystick, um Superman zu bewegen. Drück auf OK, um die Verbrecher zu fangen. Okay. Halt! Im Namen des Gesetzes. Perfekt. Das verstehe ich nicht. Also das sind so ein bisschen uneindeutige Ansagen hier. Perfekt. Aber ich muss sagen, das Spiel hat durchaus solche, sag ich mal, abwechslungsreichen Elemente. Sei vorsichtig. Ja, bin ich doch. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. So, und weiter geht's. Hopp. Holen wir uns das letzte Auto. Oh Mann, ich komme hier schon ganz schön in den Schwitzen. Sei vorsichtig. So. Super. Gute Arbeit. Danke für deine Hilfe. Bitte, bitte. Rettung im Flug. Super. Hier ist der höchste Punktestand. Toll. Und kann ich die auch speichern? Gegenstände aus dem Museum gestohlen. Ach du Heilige. In ihrem geheimen Lagerhaus versteckt. Nein. Also, es geht ja überhaupt nicht. So, Hitzeblick okay. Und bewegen. Na gut. Wir können die Verbrecher nicht mit den gestohlenen Kunstwerken fliehen lassen. Benutze den Joystick, um Superman zu... Ach so, das ist jetzt hier wie so ein Schmapp. Ein Space Shoot'em Up. Geil. Also es sind tolle Spielideen.
Für so eine einfache Steuerung. Huch. Ärger. Oh, bester Schmopp der Welt. Radiant Silver Gun kann einpacken. Ah, oh. Also ein schwieriges Level, muss ich sagen. Weil man gar nicht so richtig sieht, wann, wo, was kommt. Deswegen werde ich jetzt mich mal hier so ein bisschen hinten postieren. Ah ja, der geht jetzt automatisch wieder in die Mitte. Lass uns die Kunstwerke finden. Benutze den Joystick und drücke auf OK, um die... Hm, ist das eine Uhr? Perfekt. Nun muss ich diese Kiste in Sicherheit bringen. Benutze den Joystick, um die Lagerkisten zu sortieren. Drück auf OK, um eine Kiste hochzuheben oder abzustellen. Ich muss was machen? Ja. Wie bitte? Auf ein riesiges Band? Was? Hilfe! Angst! 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 Oh. Haut ab! Haut ab! Alle weg! Alle weg! Ja, ich bleib einfach hier und drück einfach immer. Das sollte diese Schurken davon abhalten, mir näher zu kommen. So. Mit dem größten Controller aller Zeiten dürfte das kein Problem sein. Selbst wenn hier 1000 Tonnen Kryptonit mir in den Weg gestellt werden. Ich werde obsiegen. Yippie. Oh, Mann, 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 Mann. Was für ein Spiel. Aber die Entwickler haben sich echt was einfallen lassen. Also das muss man wirklich sagen. Ich persönlich wäre nicht auf so viele Spielideen gekommen. Oh Mann. Mann, fast 4000 Punkte. Ich muss noch irgendwas machen, damit ich Punkte kriege. So, wir haben zwei Container. Hm, das hier sieht aus wie eine Vase. So. Okay. Na dann, auf das nächste Fließband. Ah, nee, doch nicht. So. Zuschel die Zuschel. Hopp. Wow. Jawohl, 4000 Punkte sind geknackt. Uah. Ja, zum Glück geht mein Laserstrahl durch alles durch, wie ein Messer durch Butter. Sei vorsichtig. Uah. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ja, toll. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ah. Oh. Aber ich bin doch Superman. Ich brauche doch keinen Bauschutzhelm hier tragen, oder was? So. Sei vorsichtig. Ja, es macht schon Spaß. Also, ich kann euch nur empfehlen, holt euch so eine V-Smile-Konsole und dann Superman dazu. Und schon wird's gut. Lass uns die Kunstwerke benutzen. Also, das ist doch total bescheuert. Warum ist das Gemälde gleich in dem Container, wo es zuerst drin ist? Das ist ja wirklich Verarsche für die Kinder. Naja, man muss den Kindern auch manchmal was zumuten. So eine kleine Herausforderung. So, und jedes Kind, was einigermaßen lesen kann, das sollte dieses Spiel doch nur durchspielen können. Ich schieß schon mal. Weil ich weiß ganz genau, gleich kommen hier wieder... Jetzt muss man hier auch noch räumlich denken. Du Heiliger. Hui. Ah. Ach, was soll's. Das Spiel ist so einfach. Na, vielleicht doch nicht so einfach, Herr GTR. Ja, ja. Hm. So. Müsste ich doch hier durchkommen, oder? Hä? Ist doch verarscht. Na, es wird doch nicht so einfach, Herr GTR. Hm? Ja, ja. Einmal wird es dann doch schwer. So, lass mal uns gucken. Die Kunst benutzen. Also das erste ist immer richtig. Nun muss ich diese Kiste in Sicherheit bringen. So, dann bringen wir die mal in Sicherheit. Und ich glaube, ich werde noch dieses Level beenden und dann reicht es mir für dieses Spiel auch. So. Hui. Kryptonit und Roboter. Kryptonit-Roboter. Helden in Unterhosen. Oder so ähnlich. Hui.
Wow, sie können sich auch bewegen. Ah, das ist die hohe Kunst der Diplomatie. Hui. Wow, was ist das? Das fährt los, das Ding. Ich muss es aufhalten. Gute Arbeit. Danke für deine Hilfe. Okay, ja, Superman. Entdeckt und gestohlene Kunst. Super. Jawohl, 5250 Punkte. Ja, und damit würde ich sagen, puh, 2 Spiele geschafft. Das soll erstmal reichen für diese Folge. Bis dahin, auf und davon. Tschüss. So, gerade hatte ich die Aufnahme schon ausgemacht, aber danke Superman, Metropolis ist wieder sicher. Ich glaube, das ist der Endscreen, oder? Wow, wir haben das Spiel durchgespielt. Yes, endlich mal ein Spiel auf diesem verdammten Superman, Kanal durchgespielt. Der Superheld. Nice. Benutze den Joystick, um einen Spielmodus zu wählen. Ach ja, also ihr könnt euch schon auf weitere Spiele freuen. Ich habe hier nämlich einige Spiele. Und die da wären, also ich habe hier Winnie Pooh, die Honigjagd. Dann habe ich Spider-Man und Freunde, geheime Mission und Spider-Man und Freunde, Wettkampf im Space Lab. Oh ja, benutze den Joystick, um einen Spielmodus zu wählen. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch eine richtig tolle Sache. Mensch, da haben wir doch noch einiges vor uns und die Spiele sind auch wirklich machbar. Ja, und ich hoffe, ihr habt einiges gelernt in diesem tollen Spiel. Benutzt immer Hanteln, wenn die Sicherung kaputt ist. Benutze und wenn, ja, was haben wir eigentlich in dieser Folge gelernt? Sachen zuzuordnen vielleicht und Sachen auszuweichen. Aber ist ganz nett. Könnte vielleicht auch ein Trinkspiel werden. Ist wie gesagt nicht teuer. Kriegt man hinterhergeschmissen. Okay, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Okay, tschüss. Ja,